Moin meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Ihr wisst, was kommt. So, wir können mal kurz durchsehen. Wir sind 5 Fahrzeuge heute, machen hier so eine kleine Nachmittagsrunde. Ich probiere hier heute quasi ein paar neue Sachen aus. Und zwar habe ich gestern Abend, jetzt mal gucken, dass uns hier keiner über den Haufen fährt. Alles frei. So, noch ein bisschen gebastelt gehabt und habe mir hier, ihr seht das schon, so eine Handyhalterung gebastelt. Da probiere ich gerade aus, ob es hält. Also ich hoffe, es hält, weil sonst ist das Handy nämlich hin. Weil was mich so ein bisschen genervt hat, die letzten Male, wo ich quasi mit Navi gefahren, irgendwas klopft hier immer gegen den Helm. Ach, das sind hier diese scheiß Bamse von dem Kapuzenpulli, den ich anhabe. Der Wind steuert immer so gegen meinen Helm gegen, deswegen klopft das immer. Ich weiß nicht, das müsst ihr wahrscheinlich dann aufhören. Also, hier will keiner rein, das sind die Bamse. Was soll ich jetzt erzählen? Ach ja, ich hatte das ja vorher immer hier an dem Pad dran gehabt. Klappt ja wunderbar, bin ich eigentlich echt sehr zufrieden mit gewesen, aber ich bin das letzte Mal wieder mit Navi irgendwo hin. Oh, ich muss mal gucken, kriege ich diese Bamse irgendwie rein? Das nervt mich gerade so ein bisschen. Ich krieg den anderen nicht. Wo ist denn der? Ach, der fliegt da hinten rum. Rein da. So. Gucken, ob ich es erwischt habe. Man hat irgendwie nicht so viel Griffgefühl mit den Händen. Oh nein, es klappt immer noch. Okay. Falls ihr es hört, sorry. Ich muss gleich mal gucken, ob ich es irgendwie da reinkriege. Also, worauf wollte ich hinaus? Abgelenkt. Also. Das Handy war vorher hier drauf, immer so quer, da mache ich, und ich musste halt nach Navi fahren. So, dann habe ich eingelenkt, hui, nicht so schnell, nicht jetzt hier, ich wollte eigentlich nur kurz zeigen. Und beim Einlenken dreht sich halt quasi immer das Bild. Das so ist, wenn man zurücklenkt, es dreht sich nicht unbedingt wieder zurück. Und wenn man sich irgendwo gar nicht auskennt, so wie ich also überall, ist halt immer das Problem, ich muss mal den Kopf so drehen, um so halbwegs sehen zu können, wo es jetzt so lang geht. So, und damit das halt nicht mehr passiert, dass sich dauernd immer irgendwie wegdreht, habe ich gedacht, gut, dann muss das irgendwo an einem nicht beweglichen Teil festmachen. Ich wollte es erst da vorne, aber dann dachte ich, nee, gerade durch den Fahrtwind, wenn da von vorne was kommt, dass das dann halt zu viel Druck oder irgendwas kriegt. Außerdem wollte ich jetzt nicht extra irgendwas bestellen und wollte selber so ein bisschen rumbasteln. Da habe ich jetzt von meinen ganzen GoPro-Adaptern, die ich da habe, ein bisschen rumgefeilt. Und zwar habe ich quasi, ich muss euch das nochmal zeigen. Im Endeffekt habe ich quasi dieses Hauptstück, was man so einklickt und davon gleich zwei Stück genommen und habe mir diese Zwischenadapter so gemacht, dass man die halt aneinander machen kann. Grob gesagt, aber ich zeige euch, dass es da, wenn das funktioniert hier alles, mache ich da mal ein vernünftiges Video drüber, dass ich euch das zeigen kann, wie das aussieht. Wenn der Test quasi durch ist, dass es funktioniert. So, aber das, was heute noch im Endeffekt die erste Testfahrt mitmacht, sind meine neuen Griffe. Diejenigen, die mich bei Instagram verfolgen, werden schon gesehen haben, ich habe meine Griffe ausgetauscht und zwar habe ich jetzt hier Audi-Griffe. Sind ein bisschen dicker wie die davor. Die ich vorher hatte, haben jetzt nach einem echt nur ein bisschen Offroad-Fahren, als ich hatte, sich sowas von abgerubbelt, dass diese ganzen Noppen da drauf weg waren und die total glatt waren. Immer wenn die Handschuhe dann feucht waren, dann ist man hier immer so hin und her gerutscht, hat keinen richtigen Griff mehr. Außerdem mag ich es nicht, wenn das so dünn ist. Also ich habe da lieber ein bisschen, dass man einen besseren Halt hat. Ne? Also muss ein bisschen was in der Hand haben. So richtig testen muss ich die hier nicht, weil ich muss sagen, ich habe die bestimmt 3-4 Jahre lang, keine Ahnung, aber immer ewig lang habe ich die auf der LTR gefahren. Und damals, wo ich die verkauft habe, ist natürlich sind die Griffe ja mit weggegangen. Und wie es halt mal ist, man will andere Sachen ausprobieren, merkt, dass es kacke ist und kauft sich dann doch wieder das, womit man zufrieden war. So ist es jetzt hiermit passiert. Wie gesagt, ich bin super zufrieden damit, gerade halt, weil die so extrem weich aus sind. Ich finde es angenehm. Also gerade wenn man halt viel fährt, dass man nachher nicht mal dieses Spielen da so an der Hand kriegt. Wenn es euch interessiert, ich lege den Link unten rein, dann könnt ihr es euch da im Detail mal ein bisschen genauer angucken. Aber da ja alle guten Dinge drei sind, für die sich gefragt haben, warum hat er nur so eine alte Strickjacke an, wenn er fährt? Hallo, Schutzkleidung? Ja, er hat Schutzkleidung an. Und zwar habe ich mir vor kurzem, eigentlich vor dem letzten Offroad-Besuch, hatte ich jetzt quasi meinen alten Brustpanzer jetzt mal ausgetauscht, jetzt gegen eine neue Protektorjacke. Ich hatte vorher auch schon eine, allerdings halt ohne Armteile, nur halt Brust- und Rückenbereich. Und jetzt habe ich mir wieder so eine Vollpanzerjacke gekauft gehabt. Und wie gesagt, im Offroad-Park habe ich sie schon einmal durchprobiert und war super zufrieden damit. Und wollte jetzt mal gucken, wie das gerade so in der Sommerzeit ist,
damit man halt nicht ein bisschen mehr Durchlüftung hat, quasi nur die Protektorjacke über dem T-Shirt und jetzt halt als kleinen Windblocker oder damit man halt nicht wie so ein Tier aussieht, wie diese 1000 Protektor-Dinger dahinter, quasi nochmal eine Strickjacke drüber einfach. Ja, und bis jetzt, ich bin ja quasi schon zu den anderen hingefahren, wo wir uns dann quasi getroffen haben zum Losfahren und auch jetzt die Minuten überfahren, einfach perfekt. Wir haben es heute, 23, 24 Grad glaube ich, so in dem Dreh, also etwas über 20 Grad auf jeden Fall. Und ich bin super zufrieden, was die Temperaturen angeht und die Durchlüftung. So zeigen kann ich euch die Jacke natürlich jetzt nicht, aber so gerade so zu dem Thema Schutzkleidung. Oh, ich hoffe, ihr hört mich noch, das ist gerade extremer Gegenwind. Zum Thema Schutzkleidung mache ich nochmal ein Video, wo ich euch dann aber auch alles an Schutzkleidung zeige, was ich halt quasi benutze, was wofür ist und so weiter. Wie gesagt, die habe ich jetzt quasi mein erster Straßentest mit dieser Jacke. Und ja, Offroad hat sie schon 1A bestanden und Straße, denke ich mal, sieht bis jetzt auch ganz gut aus. So, nachdem wir jetzt diese ganzen Kurven und diese Windstrecken da vorne jetzt endlich hinter uns gebracht haben, kann ich sagen, ich habe mich einmal zurückfallen lassen und hochbeschleunigt. Also die Handyhaltung hat auf jeden Fall schon mal bei 130, trotz dieser starken Vibration und Gegenwind, gehalten. Das Handy ist immer noch da. Also eins kann ich jetzt schon verraten, es vibriert stark. Also man kann jetzt kein Netflix zwischendurch gucken, was man eh nicht machen sollte. Aber wie gesagt, das ist schon, aber auch durch die Maschine geschuldet. Ne? Die hat halt eh einen relativ hohen Vibrationsfaktor, die Raptor. Ich denke mal, bei der Game ist das eine andere Geschichte. Und ich wollte halt irgendwas haben, was ich halt immer schnell klick, klick, ab und dran mache, aber danach quasi auch Hosentaschenformat habe. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, wie gesagt. Wenn es euch wirklich interessiert, schreibt es rein. Dann zeige ich es euch im Detail, wie ich es gemacht habe. Ich weiß, es gibt total viele Lösungen und Möglichkeiten halt mit dem Handy und auch echt gute Halterungen, die man irgendwo da dran machen kann. Aber wie es halt immer so ist, man hat so diesen inneren Drang selber, was zu erschaffen. Und das wollte ich gestern Abend, hatte ich wieder so einen Schub und musste halt selber was machen. Da kam mir so die Idee mit diesen GoPro-Dingern, von wegen, das klappt ja mit den Kameras auch ganz gut, erstmal hält es. Ja, und das System an sich ist halt einfach, ne? Dieses Plug and Play. So, jetzt in den Kurven kann man ganz gut sehen, vorne die rote, die Honda TRX 400 EX mit René hinten drauf, oben drauf. Dahinter halt die Triton 450, da sitzt der Kevin drauf. Dahinter haben wir eine Adly 300 Automatik, die, wie heißt die, Flat hieß die, glaube ich. Die fährt Anne und vor uns die Raptor 660 mit Tesla drauf. Und ich fahre, ja, Yamaha Raptor 700 R oder Raptor halt einmal nur, ne? So, dann auf jeden Fall wahrscheinlich wieder das Kommentar bzw. die Frage haben, was ist denn jetzt so mit der gelben, was ist mit dem Auto? Also, ich kann ja mal gucken, ob ich jetzt bei den Videos immer so einen kleinen Zwischenstand gebe. es im Endeffekt ist nicht so viel passiert. Wir haben es jetzt so, jetzt wechseln wir jetzt nochmal Anne vor uns. Das Auto kommt weg. Also unser Familienauto, der Ford S-Max, den werden wir nicht reparieren lassen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns quasi zu trennen von dem Fahrzeug und werden uns ein anderes Auto kaufen. Wir werden uns keinen Neuwagen kaufen. Wir werden mal gucken. Also es wird jetzt ja auf kurz und schnell irgendwas werden. Naja, so, jetzt machen wir hier scheinbar eine kleine Pause. Aber es ist gar nicht mal so schlecht, weil ich hatte in den letzten Videos ja irgendwie erzählt gehabt, die Reifen blank sind. So. Ja, das ist mein Profil. Wie ihr seht, ist hier echt nicht mehr viel drauf. Also an den niedrigsten Stellen liege ich irgendwie bei 2,5 mm oder sowas. Also, naja, müssen jetzt neu, sind aber ist auch in Planung beziehungsweise kommt auch drauf. Lasst euch überraschen. Ich habe jetzt schon was rausgesucht, aber das werde ich jetzt noch nicht verraten. Aber wo wir hier stehen, haben wir auch gleich mal die Möglichkeit, mal so einen kleinen Überblick zu machen, wie die Maschinen so aussehen, mit denen wir unterwegs sind. Hier sage ich jetzt noch nicht zu, weil da machen wir ein extra Video drauf. Hierzu müsstet ihr eigentlich alle schon gesehen haben. Das ist diese Adly, diese Flat-Version mit diesen riesen Reifen, die 660er. Ich weiß, die meisten Fahrzeuge habt ihr immer nur während der Fahrt gesehen und nicht im Stand. Jetzt konntet ihr das alle mal in Ruhe angucken. Ja, gleich geht's weiter während der Fahrt. So, der Komet brennt. Das heißt, schön, dass wir wieder in Bewegung kommen. Trotzdem müssen wir das Visier zumachen, damit ihr mich auch vernünftig verstehen könnt. Aber bei der kleinen Pause konnte ich immerhin gerade diese komischen Bamsel von der Kapuze nach unten reinstopfen und zusammenknoten, dass mich das jetzt nicht mehr stört. Das ist so ätzend, wenn das die ganze Zeit immer so klack, 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 klack im Helm geht. Aha. Motorschaden im Helm.
Ach übrigens, ich lese eigentlich alle Kommentare und siehe da, ich reagiere auch drauf. Na, wer merkt's? Es sind so zwei, drei, die sich immer ein wenig darüber aufgeregt haben, dass ich nie diesen Klettverschluss von meinen Handschuhen zumache. Ich habe extra für euch, nur für euch dran gedacht, dieses Ding zuzumachen. Ich habe es angezogen und wie gesagt, mich nervt das eigentlich überhaupt nicht. Ich störe das nicht, ich schlüpfe da rein und los geht's. Hatte mir quasi die Hände so angeguckt und dachte, ach Moment mal, da war doch was. Also nur für euch, ich habe dran gedacht. So, ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen, was ich euch noch erzählen wollte. Aber ich komme gerade einfach nicht drauf. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Was könnte es nur gewesen sein? Was mit dem Auto habe ich euch einen Zwischenstand gegeben. Und warum? Weil ich aufs Gott hinaus wollte, genau, das war's. Also, da das mit dem Auto jetzt mehr oder weniger geklärt ist, wie es jetzt weitergehen soll und wir halt weitermachen können quasi, kann es jetzt auch mit dem Gott weitergehen. Ich habe jetzt schon, es wird in eine Werkstatt gehen, die sich das angucken. Und so wie das mit dem Auto jetzt quasi alles über die Bühne ist, werde ich gucken, dass ich die gelbe quasi abtransportiere, dahin stelle und dann weiß ich mehr. Und dann können wir hoffen, dass es bald wieder das Gebrülle von der gelben wieder geben wird. Also wenn wir dann das machen, dann hört man auch mal was. So, ich glaube, ich habe euch jetzt auch wieder genug vollgesammelt. Wie gesagt, gerade durch die Pause, wie immer, kein Zeitgefühl, keine Orientierungssinn, passt alles heute wieder. Ja, es war normalerweise auch gar nicht, das ist jetzt auch gar keine geplante Tour, weil normalerweise hat er mich quasi Anne da vorne mit dem gelben Helm. Will sich jetzt auch eine neue Protektorjacke holen. Er sieht mal der Protektor unter ihrer, aber will jetzt auch so eine Vollprotektorjacke halt haben. Und wir haben ungefähr die gleiche Körpergröße. Und da habe ich dann gesagt, bevor du dir die bestellst wegen Größe, ich komme mal rum mit meiner. Dann kannst du die mal überprobieren und dann kannst du gucken, ob es die Größe halt ist oder ob es vielleicht doch eine Nummer kleiner sein muss. Gut, dass wir es gemacht haben, weil sie braucht definitiv eine Nummer kleiner. Sonst hängen nämlich die an dem Ellbogen, die Protektoren irgendwie ein bisschen tiefer. So, ich hoffe, ihr habt es auch hingekriegt, bei diesem tollen Wetter eine Runde drehen zu können. Ob Straße, Offroadpark oder wo auch immer, einfach ein bisschen den Kopf freikriegen und dass auch alles gut gegangen ist. Ohne technischen oder noch schlimmer irgendwie Unfall oder sowas, dass alles gut gegangen ist. Ja, und dann kann ich mich nur bedanken, dass ihr bis hier hingeguckt habt. Wenn ihr bis hier hingeguckt habt, dann lasst gerne ein Däumchen oben da. Gerne auch einen Kommentar. Wie gesagt, ich lese die. Also sag ich jetzt, wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.